Zum Schaller-Topfhelm. Der Topfhelm zum Beispiel ist um einiges besser, hat aber doppelte Behinderung. Der Schuppenpanzer ist arg teuer. Ist aber auch... Diese Art Rüstung wurde größtenteils von den modernen Plattenrüstungen verdrängt und ist sehr selten anzutreffen. Er ist ziemlich stark, wenn man ihn sich so ansieht. Mit 5 auf allem und 3 auf den Armen. Hier haben wir nur 4 auf allem. Okay, da haben wir auch noch Beine, weil es ein langer Wappenrock ist. Aber hier, der leichte Plattenpanzer zum Beispiel. Ist so... Das Neupuls Ultra, kann man sagen. Er hat dieselbe Behinderung. Schützt aber verdammt gut und wiegt auch weniger. Ich könnte mir eigentlich einen gönnen. Plattenarme. Panzerhandschuhe. Plattenarme. Panzerhandschuhe. Ja, wir könnten so ein bisschen shoppen gehen eigentlich. Ich meine auch hier bessere Beinschienen zum Beispiel. So Plattenbeinschienen. Weil für Vorgrim werden wir nicht viel Besseres kriegen. Verstärkte Lederbeinschienen. Nee. Wobei, warten wir noch ein bisschen für Vorgrim, für neues Zeugs. Gucken mal, was wir noch so finden und auf unseren Wegen. Wir könnten auch einfach mal gucken, was er in seiner Truhe hat. Tretet nur näher, hier gibt's das beste Handwerkszeug vom ganzen Kosch. Entschuldigt, durfte ich eure Werkbank benutzen, aber natürlich, gleich hier neben meinem Marktstand. Das ganze Handwerkszeug vom ganzen Kosch, das muss ich sehen. Zeigt hier. Also ja, sie hat wirklich Handwerkszeug. Inklusive Steineiche. Hm? Gut. Und dann haben wir hier noch den Alchemisten. Und die Kräuterfrau Pfefferkorn. Frische Kräuter, getrocknete Wurzeln, alles, was das Herz begehrt. Verkauft ihr auch Rauschkraut? Ich muss doch sehr bitten, ich bin ein ehrbarer Händler und kein Schmuggler. Ich würde gerne ein paar Kräuter kaufen. Was habt ihr denn da alles? Also ja, alles. Sogar Gulmon-Tee, Salbenfeld, Einbeeren, Oglinwurz. Hätte sie alles, wenn wir was bräuchten. So, Magister. Nandus zum Gruß. Sucht ihr Hilfe in Belangen der Magie? Benötigt ihr Zutaten oder wollt ihr gar neue Zauber lernen? Ich habe hier ein Rezept von einer Alchemistin aus Ferdog. Irgendwas scheint damit nicht zu stimmen. Gebt mal her. Ein sehr interessantes Rezept, aber diese Zutaten sind alle sehr schwer zu finden. Und wenn mich nicht alles täuscht, würden diese beiden Zutaten hier zusammen falsch reagieren. Also irgendwas stimmt damit nicht, aber was genau, kann ich euch leider auch nicht sagen. Habt ihr eine Ahnung, wer damit weiterhelfen könnte? Nein, keine Ahnung. Da müssen wir schon einen wahren Meister unserer Kunst finden, der euch damit weiterhilft. Alles, was ich tun kann, ist, euch ein paar Zutaten zu verkaufen. Na, wie sieht's aus? Welche Zauber könnt ihr mich lehren? Also, Adlerauge, Luchsenohr, Attributo Mut, Klugheit. Ich hätte jetzt erst einmal gerne... Oh, der Djinn-Ruf. Kann sie ihn leider nicht erlernen. Duplicatus Doppelbild. Das ist ganz nett. Erhöht nämlich Attacke, Parade und Ausweich. Beziehungsweise verringert die Attacke, Parade und Ausweich des Feindes. Und, ja. Hält ziemlich lange sogar. Wenn man es hoch genug steigert. Eigenschaft wiederherstellen, Eisenrost und Patina. Elementardiener können wir nicht, bräuchten wir einen Vollmagier.
Foram im Foraminor, das öffnet Schlösser. Fulminictus, Guardium Zauberschild, Herr über das Tierreich. Horiborus Schreckgestalt macht Angst, da ist er. Ignisfero, Feuerball kann sie nicht, weil sie keine Vollmagierin ist. Sie könnte aber Kulminator Kugelblitz. Der macht auch schön viel Schaden. Allerdings ist mir der Ignifaxius ehrlich gesagt lieber. Plurumbarum schwerer Arm. Nee, nicht so wirklich. Ruhe Körper, Ruhe Geist. Wandelt kritische Wunden in normale Wunden um. Mhm. Das könnte Gwendala noch lernen. Aber für Gladys gibt es jetzt nur erstmal den Ignifaxius. Und, Funkeltanz, den kann sie schon. Falkenauge, Eigenschaft wiederherstellen. Attributo Konstitution, wie lange hebt der eigentlich? Der hebt 5 Minuten. Und steigert auf jeden Fall gut Punkte. Sind aber vielleicht auch Sachen für Gwendala eher. Was könnte sie noch lernen eigentlich? Der Magier versteinert seinen Gegner für einen gewissen Zeitraum. Dieser Versteinerte wird unverwundbar. Dieser Zauber wirkt sich lebend auf die Widersacher aus. Laufgeschwindigkeit und Angriffskraft werden gesenkt. Das ist dann eher so die Kragenweite. Lernen wir den also mal. So, und du solltest Konstitution lernen. Intuition, Mut. Sag bloß, du hast Konstitution schon. Nee. So. Schmeißen wir mal alle ihre Zauber raus. Und ja, ich habe zwar gesagt, ich brauche Punkte für noch einmal Gewandtheit bei ihr. Allerdings wäre Konstitution wichtig. So. Gut. Wichtig sind, dass sie Balsam und Claropurum drin hat. Dann Armatrutz und ihre hilfreiche Tatze. So, dann noch das Balkenauge Meisterschuss. Bei Adlerauge Luchsenohr macht Sinnesschärfe hoch, aber ich brauche Adlerauge Falkenschuss. Und Attributo Konstitution. So. Magladis werfen wir auch erstmal alles raus. Da kommt der Fulminictus Donnerkeil. Der Ignifaxius. So, Balsam. Dann der Armatrutz. Dann könnten Flimflamfunkel hier hinten. Und zu guter Letzt Plurumbarum schwerer Arm. Packen wir auch mal noch ein paar Punkte mehr rein. So. Gut. Das heißt, mit denen sind wir jetzt allen durch. Müssen jetzt hier zur Taverne. Hier wäre der Bürgermeister, um mit ihm zu reden. Wir haben den Wirt.
Ja, was gibt's? Mit dir haben wir schon geredet. Ihr seht mir nicht so aus, als gehöret ihr zu den üblichen Pilgern und Besuchern des Apfelfestes. Ich hätte da vielleicht ein Angebot für euch. Ah, danke, kein Interesse, aber vielleicht kannst du mir ja bei einem Problem helfen. Was für ein Angebot? Ihr habt von der Bestie gehört, ja? Und das habe ich in der Tat. Dachte ich es mir doch. Die Leute hier sprechen ja auch über nichts anderes. Naja, wenn man mal von den hohen Herrschaften hier im Ort absieht. Die sprechen über alles, nur nicht darüber. Ein Schelm, wer denkt, das könne etwas mit dem Apfelfest und der Angst vor den ausbleibenden Dukaten der Pilger zu tun haben. Mir ist das ja egal. Ich fahre einfach meine Waren hin und her den ganzen Tag. Ist richtig nett, so allein unterwegs mit meinem Pferden. Das sind übrigens ganz tolle Tiere. Pferde? Ich dachte, es geht um die Bestie. Nicht so hektisch, alles der Reihe nach. Also niemand hat die Bestie bisher wirklich gesehen. Obwohl gesehen haben sie sicher schon einige. Leben tut von denen aber bestimmt keiner mehr. Auf jeden Fall habe ich gestern eine frische Ladung Holz nach Talung gebracht. Und da lag so ein Kuhkadaver auf der Straße. Richtig ekelhaft war das, sage ich euch. So halb angefressen und dergleichen. Meine Pferde wären beinahe verschreckt durchgegangen. Habt ihr meine Pferde eigentlich schon gesehen? Prächtige, prächtige Tiere, sage ich euch. Kommt doch zur Sache. Warum unterbrecht ihr mich eigentlich immer, wenn ich über meine Pferde spreche? Mögt ihr keine Pferde? Ach, ist ja auch egal. Auf jeden Fall liegt da dieser Kadaver auf dem Weg und weit und breit kein Helfer in Sicht. Und da sage ich mir, Rilke, sage ich mir, Rilke, wenn du heute noch nach Talon willst, dann musst du diesen Kadaver jetzt da wegschaffen. Also, ich runter vom Kutschbock und zähle den Kadaver mühsam aus dem Weg. Gestunken hat das, sage ich euch, aber ich bin ja nicht von schlechten Eltern, so die tote Kuh macht mir nichts aus. Wenn da ein totes Pferd gewesen wäre, dann wäre das was anderes gewesen. Das hätte ich nicht übers Herz gebracht, wenn es mich so angestarrt hätte mit seinen toten Augen. Aber es war ja kein Pferd bei Fex. Himmel, Ork und Wolken, wo komme ich zum Punkt? Ihr mögt wirklich keine Pferde, oder? Das verstehe ich nicht. Pferde sind ruhige Tiere, die verstehen einen richtig, wisst ihr? So ein Pferd lügt auch nicht, das bringt euch überall hin, wohin ihr wollt. Egal, bei welchem Wetter ein Pferd lässt euch nicht im Stich. Ich habe ja mal gehört, dass diese frevelhaften Maraskaner Pferde essen sollen. Also das ist ja wohl das Letzte. Das sind doch unsere Freunde. Wann habt ihr denn das letzte Mal einen Freund gegessen? Also, wenn mir mal so ein Schuft in die Quere kommt und mein Pferd essen will. Jetzt hör endlich mal mit deinen verflixten Pferden auf und komm zur Sache. Sag mal, ihr seid ja am Ende noch aus Maraskan. Ihr hasst diese armen Tiere ja. Euch erzähle ich nie wieder was von meinen Pferden. Wo war ich? Ach ja, ich räume also die tote Kuh fort und da fällt mir auf, dass im Kadaver noch etwas steckt. Ein gewaltiger Zahn. Der muss dem Untier irgendwie abgebrochen sein. Ich zucke bloß mit den Schultern und denke mir, muss wohl eine verfluchte Zehekuh gewesen sein und steckt das Ding ein. Ich sag euch, so einen großen Zahn habt ihr noch nie gesehen. So groß wie ein Dolch ist der. Ach, was sage ich, für ein Schwert. Wollt ihr mir den Zahn nicht abkaufen? Ihr seht so aus, als ob ihr noch am ehesten was damit anfangen könnt. Ich mache euch auch einen guten Preis. Nur läppische 10 Dukaten. Ja, nun gut, ich kaufe euch den Zahn ab. Wunderbar, da habt ihr ihn. Gibt sicher einen netten Talisman ab. Vielleicht könnt ihr ihn ja auch der Bestie zurückgeben, wenn ihr sie trefft. Und sie lässt euch dann in Ruhe. Aber hattet ihr nicht noch eine Frage an mich über Pferde vielleicht? Nein, das war eigentlich schon alles. Lebt wohl, Frau Fuhrfrau. Nicht über Pferde, nein. Ich suche nach einem Diplomaten aus Pferdox. Sein Name ist Gerling. Er müsste vor ein paar Tagen hier vorbeigekommen sein. Du weißt nicht zufällig etwas über seinen Verbleib? Gerling, kleiner, dicker Mann, wenig Haare? Ja, genau. Tut mir leid, kenne ich nicht. Danke für die Auskünfte. Lebt wohl. Also ja, wir haben abgebrochenen Drachenzahn. Ein abgebrochener Drachenzahn ist furchteinflößend. Der kommt mal zum Vorgrim, zu seinen Schmiedesachen. Na, ihr seht so traurig aus. Gab's keinen maraskanischen Pferdebraten im Wirtshaus? Doch, Vorfrau, der wird aber nur an spezielle Gäste gereicht. Da die letzte Portion heute serviert wurde, würde ich an deiner Stelle gut auf deine Pferde aufpassen. Schönes Fest noch. Ja. Die Söldnerseele. Was wollt ihr? Ich würde gerne noch etwas wissen. Nun gut, was wünscht ihr zu wissen? Weshalb seid ihr eigentlich nach Talon gekommen? Mein Weg führte mich ursprünglich zum heiligen Apfelbaum in Prenzhain. Dort wollte ich beim Fest der eingebrachten Früchte zur Göttin Perein beten, damit mein Vater von seinem schweren Leiden gesunden mochte. Aber aufgrund der wenigen Umstände werden meine Gebete wohl nie erhört werden. Ich würde noch gerne etwas wissen. Ist euch ein wandernder Gesandter namens Gerling begegnet? Eine solche Person ist mir gänzlich unbekannt. Tut mir leid. Was haltet ihr vom Bürgermeister? Ihr kennt ihn scheinbar besser als das gewöhnliche Volk. Ach, der Gute mag allbehaften etwas schroff. Ich muss doch sehr bitten. Unterbricht mich nicht noch einmal, werter Stiftwiss. Wie ich schon sagte, er kann
dann und wann etwas schroff und hartherzig erscheinen. Doch seid euch gewiss, das Wohl des Dorfes und seiner Bewohner bedeutet ihm sehr viel, egal was andere euch erzählen.